Anmoderator und so. So, letzte Folge haben wir die Tagebücher von Tarnis gesucht und dann hatten wir auf einmal die tolle Idee, Mittag zu machen und kurz Abendbrot und dann hatten wir Hunger und dann hat es noch länger gedauert und dann war auch schon spät Nacht, dann sind wir noch mit Panzern durch die Gegend gefahren und dann war auch schon der nächste Tag. Und jetzt ein Tag später. So. Genau. Wie du gleich wieder die... Ey, bleib hier. Wie du gleich wieder die Angebote checken musst. Ja. Hätte ich vielleicht auch mal tun sollen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob noch alle Sachen da sind. Weil Borderlands hat schon wieder gepatcht. Und ich vergesse jedes Mal, dass ich mit VRSD nicht Auto fahren kann. Ja, nicht GTA-Style. Nee, Panzer-Style. Ach, warte mal. Hast du einen abgesoffen? Das auch, aber... Ich weiß genau, wo wir hin müssen. Okay, alles klar. Du erinnerst dich an diese halbwegs wertlose Waffenkiste, die hier unten zu finden war? Mhm. Ja. Nee, falsche Seite. Ich bin daneben gesprungen. Geil. Ey, mal mit Pro. Ich sag mal nicht. Einmal mit Profis, wie ich schon sagte. Hier hätte es auch eine Leiter gegeben. Kommst du da unten klar mit den Trashern? Nö, was? Da unten sind doch diese Viecher, die hatten wir letztes Mal schon. Die haben uns noch nicht die Karre zerlegt. Oh ja, mein Geschütz wird's schon machen. Okay. Ich, wo ist denn das? Ich bin gerade kurz verwirrt, das ist hier irgendwie hinter einer Tür. Hä? Okay, eventuell gibt es hier ein kleines Problem. Und zwar ist mir nicht ganz... Ach so, oh Gott, das ist ein Sprungrätsel. Wenn mich jetzt so ein hässlicher Thrasher hier ranzieht, dann hast du die auch nicht. Gut, ich komme gleich zu dir runter. Schien das nicht zu stören. Er fragte mich, wieso Jack den Krieger noch nicht zum Leben erweckt hat. Und ich erklärte ihm, dass der Schlüssel erst mit Iridium aufgeladen werden muss. Daher Jacks Bergbauaktivitäten. Er nickte und wischte sich schweigend meine Spucke aus dem Gesicht. Ich war völlig verwirrt, weil er mein Verhalten nicht ekelhaft fand. Aber auch, weil ich ihn nicht ekelhaft fand. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, als könnte ich tatsächlich in Sanctuary leben. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, alles wird gut. Hm, man kann das Auto nicht die Klippe runterschieben, sonst hätte ich jetzt die Karre gebracht. Bist du schon wieder fast oben? Nee, oder? Nö. Ich wollte eigentlich die Waffenkiste noch haben, aber ich würde ja auch. Ich habe eigentlich keinen Bock, da hochzulaufen. Kommst du jetzt runter mit der Karre oder was? Ich habe einen Plan. Mhm. Der tötet sich ja vernünftig an. Ich glaube, du hast Gäste, wa? Kann das sein? Nein! Verdammt! Ja, warte mal. Ich kümmere mich drum. Denn schon wieder? Ja, das sind diese unsichtbaren, die lustigen. Ich finde die lustig, die sind einfach nur nervig. Ich finde die lustig. So. Hier, Auto, hol mich gleich mal ab, ich spring gleich. Wenn sie mir nicht vorher die Karre zerlegen. Ich hab solange es nur einer ist, ist alles gut. Ja, ich bin cool. Hammer. Ach so, ich kann diesen Giftschuss nur alle paar Sekunden, sehe ich gerade. Ich dachte, ich mache das immer. Oder so. Kannst du? Nee, ich habe doch um so eine Fähigkeit gelevelt, dass ich Säureschaden mache, wenn ich schieße. Mhm. Ich ging bis eben davon aus, dass ich das immer kann. Jetzt habe ich gerade unten gesehen, dass es nur ab und zu mal ist. So, was haben wir denn hier? Klassenmod ist Schrott, Schrott. Schildkapazität plus 165. Nö. Nö. Aber immer Granaten. Gut. Da haben wir die Quest ja gerade verendet. Das ist ja schön. Ich guck gleich mal, sind alle Waffen noch da? Ja, alle Waffen sind noch da. Dass man das noch nachgucken muss, echt schlimm. So, wohlbehalten, bringe Fotos, bla bla bla. Ja, finde Henrys Bau, das hört sich so an, als dürfen wir was erschießen. Mit viel Mühe. Hallo? Lebst du überhaupt noch? Ja, nein! Ich hab irgendwas ausgerüstet hier, was ich nicht will. Jetzt bist du am ewig am Rummehren oder was? Nee, alles klar, läuft. Okay. Wir müssen gleich irgendwie Henry töten. Ich glaube, Henry ist ein. Was ist das Grüne da vorne? Ja, weiß ich auch nicht. Eine Pupgun. Die wahrscheinlich nicht gut ist, wa? Die ist alt, gut, was das hier ist. Bestimmt ein Sonderangebot. Ah, ja. Ich muss kurz mal überlegen, wo müssen wir denn hier lang? Die garantiert nicht. Wir müssen irgendwie da runter. Mhm. Ja. Es empfiehlt sich, glaube ich, auszusteigen, sonst müssen wir nämlich zu Fuß zurücklaufen.
Also irgendwie sollten wir hier ein Vieh namens Henry umbringen. Ich kann mir da gar nicht angreifen, die Überfallstalker. Wenn die unsichtbar sind? Na gut. So, wo ist denn jetzt hier Henry? Achso, töte Henrys Schergen. Nun gut. Hallo Henrys Scherge. Und noch ein. Ah. Ey, den gibt's da ja nicht. Ja, warte. So, jetzt. Das ist Henry. Geil. Warum hat Henry eigentlich ein Schild? Gut, jetzt haben wir eine Raketen. Ich werfe hier einfach mal ein paar lustige. Oh, ich bin gerade gelevelt. Ich auch. Oh, Henry hat doch ein Schärf. Oh, guck mal, ein Tagebuch. Nee, Taggarts Faust. Eine abgetrennte Faust, gehärtet durch Jahre des in die Fresse hauens. Auf den Knöcheln ist das Wort Mama tätowiert. Mhm. Ah ja. So, öffne Taggarts Päckchen. Oh, 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 Taggart hat ein Päckchen. Hm, bin aufgeregt. Ein bisschen zumindest. Ein klein wenig. Hä? Button. Ödipus-Komplex, Schmödipus-Schmocklex, aha, Taggarts Kiste, ist nichts drin. Doch, ein Love-Sumper, ein 778er Schild. Rage-Schaden. Wenn anderer Bild falsch sein soll, will ich gar nicht recht haben. Aha, naja. Ladegeschwindigkeit. Was? Was? Button. Das Schild, was es hier aus der Kiste gab, hat lädt sich erst nach 715 Sekunden wieder, 215 Sekunden wieder auf. Boah. Dann nix. Ja, das heißt, du rennst ohne Schild rum, aber du kriegst halt irgendeinen Boni, wenn du das. Wenn du halt in dem Moment, in dem du kein Schild hast. Ich schätze mal, dass das darauf basiert das. So, wir müssen übrigens nochmal diese Armageddon-Quest nochmal machen und diesmal nicht an den Trashern sterben. Mhm. In der Hoffnung, dass wir diesmal das richtig schaffen. Also erstmal zurück in den Overlook. Du kannst eigentlich im Wagen sitzen bleiben. Ich muss ja sowieso eigentlich nur kurz zum Brett laufen und wieder zurück. Ja, super. Dann kann ich hier mein Punkt hier vergeben. Na toll, das muss ich auch noch machen. Na! Ach, so ist das im Leben. Ja. Manchmal verlierst du, manchmal gewinnen die anderen, wa? Ich habe gerade hochbrisante Ware bei Warnells Armageddon bestellt. Schließlich ist die Konkurrenz mörderisch. Du musst die Sendung so schnell wie möglich abholen. Ah ja, die Konkurrenz ist mörderisch. Ja, weil ich glaube, ich versetze meinen einen Skillpunkt auch nochmal, aber ich weiß gar nicht, in was. Ich bin nur so planlos. Achso, ich wollte ja hier höhere Wahrscheinlichkeit, Elementarschaden zu machen. Genau. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Bereit! Gut, dann fahre ich jetzt mal die Karre vor, um gar keine Sekunde zu verlieren. So. Aber wo sind die anderen Punkte? Muss ich mal kurz gucken, damit ich ein bisschen effizienter fahren kann. Hä? Ach, ich sehe die anderen Punkte. Würdest du dir gleich hier vergeben, hier dein Attribut zum schneller fahren? Ach so, warte mal. Stimmt, das wäre eine gute Idee, dass ich jetzt mal dieses. Das ist ja kein Attribut, das ist aber halt so ein Perk. Stimmt, jetzt könnte ich das echt mal gebrauchen. Brauche ich das mal ein, obwohl ich 5% bessere Fundchancen. Ich bin echt schon überlegen, ob nicht doch mal was anderes sinnvoll wäre. So. Oh, das ist geht aber los. Ein schöner Arm. Der muss trainiert haben. Wird schlecht. Ja, schneller fahren kann man damit auch nicht, aber der Boost hält halt länger. Länger. Mhm. So, da unten ist der Punkt, wo ich nicht hin will. Das, nein. Oh, was ist das denn jetzt hier? Also gerade mal, wenn wir uns einig hatten, funktioniert wir sind Autofahren gar nicht. Also ich möchte nicht den Punkt da unten beim Thrasher als erstes nehmen oder als zweites. Oh ne, warte mal, das war die Falle hier, ne? Mhm. So, hier, jetzt. So, ich steig schnell aus. Ich bin grad ein bisschen, du kannst eigentlich im Wagen bleiben. Egal, jetzt lauf ich mit. Na, dann lauf nur du und ich fahr den Wagen vor. Ja, jetzt lass dich ja nicht aufhalten, wir haben. Jetzt hol den verdammten Arm! Hol den Postkasten da! Ja, ja. Mach hin! Lauf! Also, ja, ja. Zack! So, das gleiche Spiel jetzt noch beim nächsten Postkasten. Boah. Na geil. Das ist nie was mit der Eierlieferung hier.
Ja, wo ist der nächste Punkt? Ich meine, bist du... Oh Mann. Ganz oben. Was? Oh nein. Hallo? Hier rechts, hier rechts, hier rechts. Warte, ich komme. Ist hier vom Postkasten? Ja, ich sehe einen. Hast du? Jo. Bin dabei. Da bist du nicht. Jo, jetzt aber. Boah, wie viele Viecher hier sind. Ah, hier vorne ist gleich. Go, 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 go. Was machst du denn? Ja, da kommen wir aber nicht durch mit Auto. Warte, ich... Ja, ich steig schnell aus. Springerstalker. Ach, scheiße, das ist unten, wa? Was, ist unten? Ja. Dann lauf runter, ich fahr runter. Okay. 15 Sekunden noch. Oh fuck. Hast du schon den Punkt? Nee. Nee. Wo ist denn das? Wenn ich das wüsste. Muss irgendwo im Postkasten sein, also irgendwo wo auch logisch. Oh, scheiße. Na toll. Warte, ich hab. Ja, gut, dass du hast, aber ich hab nicht. Ich verlange und sie verderben. Mach schnell! So, wo ist denn jetzt der nächste K-Punkt hier? Weit weg. Na geil. Ich hab nämlich gerade die Karre in den Wand gefahren. Ernsthaft? Oh. Ja, die ist da an der scheiß Brücke hängen geblieben, aber wir könnten es eventuell noch schaffen, wenn wir zu Fuß laufen. Obwohl, wie weit ist denn das? Das kann man vielleicht du dir ja nur abgeben. Kann ja auch sein. Ja, ich weiß nicht, was passiert, wenn wir alle haben. Ich glaube, wir müssen noch zurück. Kannst du mal zum nächsten besten Autopunkt laufen? Ich ahne, das schaffen wir wieder nicht. Ey, das ist ganz schön hart, die Quest, muss ich sagen, mit dem Zeitlimit. Ey, 20 Sekunden, keine Chance. Können wir gleich lassen. Oh Mann, ey. Ey, du hast jetzt auch der richtige Sand gesetzt, wa? Ja, Mann. Ich wollte da nur kurz runterfahren, um ein bisschen in deiner Nähe zu sein. Dachte mir so, oh, jetzt wartest du kurz, dann ist alles gut. Nee, 5 Sekunden. Keine Chance, ich hab's jetzt bis zum Autopunkt geschafft. Ich nehme mal die andere Karre, der große hier ist. Die Ware ist längst verdorben. Mann, dann soll der Spacko seine scheiße Alene machen. Pech gehabt, der ist schon der dritte Mal, dass wir das hier nicht hinkriegen. Na, beim ersten Mal war es ja unabsichtlich. Da haben wir ja, da habe ich einfach nur angeklickt. Was ist das denn hier? Immer, lass noch. Immer wird er noch probieren. Vielleicht geht es ja mit der Karre besser. Ja, also besonders bei meinem Fahrstil. Na, oh Mann. Okay, ich steig da mal aus. Müsste wie schneller rennen können. Dann wär's gut. Hast du gerade schon wieder Raketen in den Himmel geschossen? Nein. Lass mich doch. Ja, stimmt, bist ja ordentlich. Du wirst ja sowas nie tun. Bei mir drängt sich gerade irgendwie das Verlangen auf, hier die Säurefässer anzuschießen. So. Ich habe gerade hochbrisante Ware bei Warnells Arm Ergeton bestellt. Schließlich ist die Konkurrenz mörderisch. Du musst die Sendung so schnell wie möglich abholen. Ich frage mich generell, warum die Sendung in irgendwelchen Briefkästen liegt. Das ist, naja, erschließt sich mir nicht so ganz. So, dann... Wo war der erste Briefkasten? Oh, das ist aber ein schöner Arm. Hm. Der muss trainiert haben. Oh, 2 Minuten 27. Guck mal, jetzt haben wir mehr Zeit als beim ersten Mal. Du bist aber freudig vom Spiel, uns jetzt mehr Zeit zu lassen. Ob man immer mehr Zeit kriegt pro Arm? So, ach so, der erste war ja gleich da unten. Ich wage es noch nicht, hier irgendwo abzukürzen, wenn man ja wahrscheinlich hängen bleibt. So. Nein, da nicht lang. Warum bist du hier lang gefahren? Weil wir hier unten lang müssen. Hier, steig wieder aus. Heute möchten keine Roboter aussteigen. Der Arm muss einer Schneiderin gehört haben oder so. Das sieht man am Metatarsus. Metatarsus, sieht man das alles ja interessant. Ne, warte mal, da war doch hier. Ja, doch, doch, hier oben. Jetzt oben. Okay. Aber der hebt mich natürlich wieder von rechts. Rechts, 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 rechts. Gummi, du hast doch noch einen Booster hier. Ja, den möchte ich hier aber in der Bergregion nicht nehmen. Jetzt steig aus. Ey, da ist auch mein Auto gelandet. Freundliche Roboter-Armee ist ja auch noch da. Mhm.
So, wo war der nächste? Wo hab ich dich letztes Mal rausgeschmissen? Ja, links, genau, geradeaus, also... Ach, ja, ich will schon. Ja, ich steig da aus. Warte, ich fahre dann runter und diesmal am besten ohne da irgendwie...